Ich grüße dich. In diesem Video geht es um Dickdarm. Ich möchte gerne dir zeigen, dass der Dickdarm kann selber sehr, sehr vieles produzieren, wenn du auf Rohkost bist. Und der Dickdarm hat genügend Ballaststoffe, also lebendige, nicht thermisch verarbeitete Fasern aus Obst, Gemüse, Pflanzen. Im Dickdarm wird produziert Kalzium, Vitamine B1, B2, B12, Vitamin K. Auch Fettsäure, auch im Dickdarm wird ein Wasserreservoir aufgebaut und wenn Körper übersäuert wird, die meistens geregelt über den Darm. Dickdarm absolut einzigartig, weil auch viele Hormone werden hier hergestellt und im Dickdarm herrschen Zentren, welche können unsere Gehirnfunktion beeinflussen, also quasi es ist unser zweites Gehirn. Und genau hier produzieren unsere probiotische Bakterien Serotonin, Glückshormon und so weiter und so fort. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass du begreifst vielleicht, dass wenn richtige Ernährung ist da und wenn probiotische Bakterien auch da sind und wenn du intuitiv lebst, ernährst dich, dann kannst du leben frei. Dein Körper erstellt alles, was dir braucht. Einfach vertraue ihm. Nimm aus der Natur ein bisschen Pflanzen und das gibt dir genügend Futter für diese probiotische Bakterie. Du kannst dich entspannen und deine Energie nicht für die Beschaffen vom Lebensmittel, Verarbeiten vom Lebensmittel, sondern für die Kreativität, Schöpfungskraft nutzen. Also alles Gute. Danke, ciao.